Wie krass ist die Weihnachtszeit? So, in der Weihnachtszeit hast du eigentlich die ganze Zeit Kohle im Portemonnaie und denkst immer so, ah, beklaut werden die anderen. In echt. Story F. Man hat immer Geld im Portemonnaie, weil man irgendwelche Weihnachtsgeschenke einkaufen muss. Und dann kommt eine Durchsage. Achtung, Achtung, bitte achten Sie auf Ihre Wertgegenstände. Diebe sind unterwegs. Und ich denk so, krass, wo? Das sind doch keine Zombies, die so auffallen. Und man guckt so links, rechts und vielleicht sieht man so einen. Im Leben nicht. So, und dann habe ich gedacht, ich fühle mich ja nicht angesprochen. Wie früher in der Schule, wenn irgendwas weggekommen ist, das Lehrerkollegium gibt jetzt allen Schülern die Möglichkeit, nach der Stunde ins Sekretariat zu kommen und den Gegenstand zurückzugeben. Auch anonym. Ja, und man hat sich nicht angesprochen gefühlt, aber man wusste immer, einer war's. Einer war's. Und dann bin ich im Hauptbahnhof und auf einmal denke ich, einer oder mehrere sind's ja. Aber wer? Ich weiß, ich bin's nicht. Wie ist eigentlich Durchsage für den Dieb oder für die Diebe selber? Gehen so rum, planen ja auch. Yes, da vorne, Tasche ist offen, ungesichert. Und dann, Achtung, Achtung, Diebe sind unterwegs. Die können sich dann ja auch nicht erschrecken. So ein richtig schlechter Dieb. Boah, mm-mm. Was denken die Diebe, wenn die das hören? Diebe sind unterwegs. Die so, ja Mann, wir sind unterwegs. Und die kennen sich auch untereinander einige. Dann, wir sind unterwegs. Dann kam mir so ein Gedanke, den ich früher immer hatte. So ein Dieb oder ein Einbrecher. Dann ist der ja selber der Einbrecher. Und der kann ja keinen Schiss haben. Oder hat ein Einbrecher Schiss. Kommt der Einbrecher so rein und hat gar keinen Schiss, weil das der Einbrecher ist? Nee, noch besser. Was ist, wenn ein Einbrecher irgendwo einbricht, wo schon Einbrecher ist? Scheißt sich dann der eine in die Hose wegen dem anderen? Oder sind die direkt so voll die Kumpels, weil beides Einbrecher sind? Einbrecher und Einbrecher, wie Minus und Minus, ja, oder was auch immer das heißen könnte, Minus und Minus ergibt Plus. So, und vielleicht sind das dann so voll die Buddies. Oder geht voll die krasse Party ab, weil so zwei Alpha-Menschen, so wie so Löwe und Löwe aufeinandertreffen. Und du kommst so nach Hause, schließt die Tür auf, gehst rein und du siehst in echt Schlägerei von zwei Einbrechern in deiner Bude. Siehst das so und denkst, krass. Feuerst die auch an. Boah, krass, der zieht dir an den Haaren. In Anführungsstrichen Assis. Schweine, weil die brechen ein, bringen Sachen von Leuten durcheinander, machen Sachen kaputt. Bei mir wurde eingebrochen vor ein paar Wochen. Haben einfach eiskalt kaum was geklaut, aber Sachen auf dem Bett zerstreut. Bricht einfach irgendwo ein, klaut aber nichts. Und sieht irgendwann dann so zu, nach dem 5., 6. Einbruch, wie der Besitzer von dem Haus so wahnsinnig wird. Und sagt, wo bist du? Warum klaust du nichts? In echt. Story F.